So, also hier hätten wir das erste Foto und ich möchte gerne, dass ihr einfach beschreibt, was ihr erstmal da seht und dann überlegen wir, was für eine Art von Problem da dargestellt ist und gucken uns dann noch mal was dazu an. Okay, Emma, was sagst du, was siehst du auf diesem Bild? Doch, ich kann sehr viele Fische sehen. Genau, okay, du siehst jetzt sehr viel Fische und was ist mit diesen Fischen da? Gefangen. Richtig, genau. Also da geht es hier um Fischfang und die Fische wurden gefangen und das ist jetzt hier zwar noch ein kleines Boot, aber was meinst du, wie viele Fische sind das denn hier? Oh, ich weiß nicht. Okay. Also sehr viel, aber ich weiß nicht, wie viele Fische. Okay, aber das ist ja schon mal, was du sagst, das sind sehr viele Fische. Was ist denn das Problem, wenn wir sehr viele Fische im Meer fangen? Suska, was sagst du? Was ist das für ein Problem? Die andere größere Fische haben nicht zum Essen. Zum Beispiel, richtig. Also das wäre jetzt vielleicht ein Problem. Gibt es dafür ein Wort, was du kennst, wenn man zu viele Fische fängt? Also das ist was, was wir in der letzten Stunde, worüber wir gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an den Begriff. Ich erinnere mich nicht. Das ist nicht schlimm. Sascha, erinnerst du dich dran, wie man das nennt, wenn zu viele Fische im Meer gefangen werden? Nein, Entschuldigung. Okay, wir gucken uns das dann mal an, was das war. Das bedeutet die Überfischung. Ich hoffe, ihr erinnert euch daran. Und Überfischung bedeutet einfach, wir fangen zu viele Fische im Meer. Suska sagt, das ist ein Problem, weil wenn wir zu viele Fische im Meer fangen, dann haben die anderen Fische nichts zu fressen. Das stimmt schon. Was ist denn das langfristige Problem, wenn wir immer zu viele Fische fangen im Meer? Matusch, was sagst du? Also andere Fische haben nichts zu fressen und Matusch, kannst du da was zu sagen? Ja, so. Sie. Denk mal an Reproduktion. Also wenn wir viele Fische fangen, dann Dann sie haben Probleme mit Leben. Weil Fische müssen sich ja wieder regenerieren. Die Population von Fischen muss sich regenerieren. Wenn du zu viele fängst, dann gibt es auch nicht mehr genug Nachkommen, nicht mehr genug Kinder sozusagen. Und dann haben wir natürlich auf die Dauer keine Fische mehr. Man spricht auch davon, wir fischen Meere leer. Es gibt also keine mehr. Okay? Okay, also versuchen wir es mit meinem nächsten Bild hier. Das ist ein weiteres Problem. Biba, kannst du was dazu sagen? Was kannst du hier sehen auf dem Bild? Siehst du da Fische oder kannst du das vielleicht noch nicht sehen? Ich weiß nicht, manchmal ist es ein bisschen verspätet, das mit dem Bild. Ja, ich sehe Fische. Du siehst Fische hier, okay. Das weiß ich nicht, aber gut, wenn ich weiß nicht, ob ich da jetzt einen Fisch sehe, aber okay. Also sieht man da denn noch mehr, außer Fisch? Was? So,
auch sehe ich Meer und ein Schiff. Ich glaube, du siehst aktuell nicht das gleiche Bild wie ich. Das ist, weil das bei dir verspätet angekommen ist. Das siehst du wahrscheinlich erst später. Das, ich nehme an, dein Internet ist so langsam. Du siehst noch Bild Nummer 1. Bild Nummer 2 ist was anderes. Sascha, was siehst du denn auf dem Bild Nummer 2? Ich hoffe, du siehst das jetzt auch. Ja, ich sehe das. Okay. Verschmutzten Strand. Du siehst einen verschmutzten Strand. Vielleicht genau. Plastik. Genau, also das ist ein verschmutzter Strand und Plastik könnte das sein. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, Plastikmüll ist ein großes Problem. Genau, also du hast jetzt auch den Begriff schon genannt, da geht es um Verschmutzung und die vor allem durch diesen Plastikmüll verursacht wird. Okay, Sascha, was ist denn das Problem von Plastikmüll für Fische zum Beispiel? Plastikmüll im Meer. Dass es es ist, wann es lang in was ist, ist das dann Mikroplastik oder? Genau, richtig. Sie dann essen das, die Fische? Richtig, genau. Die fressen das und die sterben daran auch. Das wäre also das nächste Problem. Okay, also unser nächstes Bild. Ich glaube, dass ich weiß ja nicht, wer das jetzt hier sieht. Wie gesagt, Sophia, kannst du sagen, was du hier siehst vielleicht auf dem Bild? Die Schildkröte im die Gitter. Ist ein Netz. Die ist in einem Netz. Ja. Was denkst du, was hier das Problem ist, dass die Schildkröte hier in diesem Netz ist? Die Fischerei. Genau. Also meinst du, dass man die Schildkröte fangen wollte? Oh nein. Genau, die wollte man also nicht fangen. Katka, erinnerst du dich noch daran, wie man das nennt, wenn man Tiere fängt, die man eigentlich nicht fangen wollte? Entschuldigung, ich kann nicht mich erinnern. Wie heißt das? Guck noch mal im Buch nach, Seite 88 ist das. Da kannst du mal nachsehen. Das, wir haben da gestern drüber... Ja, also es heißt Beifang. Genau, richtig. Das heißt Beifang. Wenn man also Tiere fängt, die man nicht fangen möchte. Und das kann natürlich ein Problem sein. Und hier steht es auch nochmal, also das bedeutet, dass man Tiere fängt oder andere Meerestiere, die man nicht fangen will, wie zum Beispiel diese Wasserschildkröte. Okay, wir haben jetzt hier noch ein letztes Bild für unser letztes Problem. Lukas, was kannst du da sehen auf dem Bild? Ich hoffe, du kann eine große Delfine sehen. Delfine sind das? Genau, du siehst Delfine. Ja, und die Welle sind sehr laut für ihnen. Sehr gut, ganz genau. Das ist sehr laut für sie. Und weißt du noch, wie man das nannte, diesen Begriff? Ich entschuldige, aber ich habe das vergessen. Das vergessen, ist nicht schlimm. Eliska, wie nennt man dieses Problem, was Wale und Delfine haben, wenn es zu viel Lärm gibt? Unterwasserlärm. Richtig, genau. Man nennt das Unterwasserlärm. Und kannst du nochmal erklären, was das Problem an diesem Lärm ist für Delfine oder Wale zum Beispiel? Wegen dieser Unterwasserlärm können die Fische nicht sich hören einander und sie können auch sterben danach.
Genau, es kann sie sehr stark stressen und das kann dann dazu führen, dass sie tatsächlich da auch sterben und sie können nicht mehr, wie du es schon sagst, nicht mehr kommunizieren. So ist es richtig. Also das ist jetzt mein letzter Begriff gewesen und damit ist jetzt dieser Teil zu Ende und ich denke, ich kann auch... Wir hatten jetzt hier Monet und Salvador Dali und ihr solltet ja was sagen zu den Quellen der Inspiration. Also sollt ihr jetzt hier gucken, was hier der Monet, ich hoffe, dass wir es hier auch sehen können, also welche Quellen der Inspiration hat denn der Monet gehabt? Was würdet ihr sagen? Was hat ihn inspiriert? Wie ist es dazu gekommen, dass er gemalt hat? Okay, versuchen wir es nochmal hier. Martin, was sagst du? Warum hat der Claude Monet gemalt und was hat er gemalt? Monet hat gemalt die Natur. Er hat sich inspiriert in Algerien durch den Wehrdienst. Okay, also wir halten fest, die Natur hat ihn inspiriert. Okay, das ist gut. Wenn wir jetzt zu Dali gehen hierüber, was hat denn ihn inspiriert zum Malen? Also wenn der Monet die... Seine Frau Gala, die 10 Jahre ältere war. Ja, genau, das stimmt. Also vielleicht schreiben wir sie immer eins darunter. Also seine Frau hat ihn inspiriert. Seine Frau Gala. Okay, danke schön. Karin, was sagst du? Salvador Dali hat nicht die Natur gemalt. Was hat ihn inspiriert, außer seiner Frau? So, er hat auch auf die Aufmerksamkeit der Gesellschaft gezeigt, aber das war... Na, das ist schwer. Zum Beispiel, er hat auch eine Interpretation, die Beständigkeit der Erinnerung. Und zum Beispiel Molière hat eine konkrete, die Natur und oder Frau im Garten. Aber Salvador Dali hat, das war nicht konkret sagen, was ist hier gemalt. Was und, er gemalt hat? Mhm. Und okay, das stimmt. Wie soll ich das sagen, nicht die konkrete Sachen. Zum Beispiel, aber das waren die Beständigkeit und so weiter, so auf die Erinnerung und. Okay, also du meinst, die Beständigkeit der Erinnerung ist also nicht nach der Natur gemalt. Es hat nicht wirklich was mit Realität zu tun. Mhm, es heißt ja auch Surrealismus. Das heißt, das ist natürlich schon dann auch was anderes. Okay, jetzt nochmal zu überlegen, was hat er denn genommen? Das müsstet ihr in eurem Text gefunden haben, so als Inspiration. Also nicht die Natur, aber Bibi, was hat er gemalt? Können Sie es bitte wiederholen? Ja, das kann ich. Also, was hat Salvador Dali gemalt? Also, was hat ihn inspiriert? Also, er hat nicht die Natur gemalt, sondern? Also, es war sehr surrealistisch, alles, was er gemalt hat. Also, das waren am meisten diese verschiedenen Sachen und Dinge, die manche Leute darin etwas sehen könnten, aber manche etwas anders. Und ich denke, was ihn auch sehr beeinflusst hat, ist sein Leben, weil es nicht so leicht war. Weil also seine Mutter, sie starb und dann sein Vater beseitigte sein Recht auf Erbe. Mhm. Beispielsweise und dann würde er auch aus der Kunstakademie suspendiert, weil er dachte, dass er klüger als die Lehrer an der Akademie war. Also das stimmt, genau. Also wir sind jetzt immer noch dabei, dass er im Grunde genommen nicht nach der Natur und nicht realistisch gemalt hat. Das hast du auch gesagt. Ja, Entschuldigung.
habe das, ja, ich habe das vergessen zu sagen, aber er hat auch aus die Traumerlebnisse zu malen. Genau, das ist das, was ich gemeint habe. Also er hat eben nicht die Natur, sondern er hat im Prinzip seine Träume gemalt, also Traumerlebnisse oder Victoria Vidova, was sagst du? Also er hat Traum, der Traum hat ihn inspiriert und also stand Traumerlebnisse in eurem Traumerlebnisse stand in eurem Text und die Erlebnisse aus seinem privaten Leben oder die Ereignisse des Ersten Weltkriegs in der Zeit. Es war schon eine Reaktion auf den Ersten Weltkrieg, teilweise, das stimmt. Also es steht, dass die Surrealisten also grundsätzlich auch Rauscherlebnisse und Traumerlebnisse verwendet haben. Also nehme ich an, auch wenn sie irgendwie Alkohol, Drogen oder sowas genommen haben. Und dass sie das auch umgesetzt haben nachher in Gemälde. Also und Rauscherlebnisse. Obwohl darüber jetzt nichts direkt steht, aber Traum- und Rauscherlebnisse sind das, was sie genommen haben zur Inspiration. Genau, wir haben jetzt gesagt, der Salvador Dalí hat auch seine Frau Gala benutzt. Also benutzt, das hört sich jetzt nicht gut an. Also er hat sich von ihr inspirieren lassen und sie war seine Muse, so nennt man das. Und was ist bei Monet gewesen? Hat er auch sich vielleicht von seiner Frau inspirieren lassen? Was sagst du als später? War von Monet auch vielleicht seine Frau oder nicht eine Inspiration? Hören Sie mich jetzt? Ja, jetzt höre ich dich. Okay, okay. Und? Okay. Ja, ich denke, sie war auch ein bisschen Inspiration für ihn. Mhm. Was hatte sie denn für einen Beruf, die Frau? Sie war ein Modell. Genau, das bedeutet, das ist ja jemand, der praktisch da sitzt und sich malen lässt von verschiedenen Künstlern. Also seine Frau war Model oder ein Modell für Künstler. Und von daher, ja, kann man sagen, dass sie auch eine Inspiration für ihn war. Also wir schreiben vielleicht mal dann seine erste Frau, weil er auch eine zweite gehabt hat. Okay, und seine erste Frau. Im Grunde genommen haben wir da schon das, was sie inspiriert hat, hier geklärt. Und unser nächster Teil wäre dann zu überlegen, wo gibt es Ähnlichkeiten, wo gibt es Unterschiede in ihrem Leben? Und da habt ihr mir schon einige Sachen erklärt. Also nach der Inspiration würde ich dann zu dem nächsten Teil kommen. Ich würde die beenden jetzt, die Aufnahme. Ich glaube, dass wir da 5 Minuten hatten. Okay. So, ich nehme an, ihr könnt die nachher auch... Mein Computer und ich benutze meinen Computer meistens für die Schule. Ich mache zum Beispiel PowerPoint-Präsentationen oder ich schreibe etwas in Word. Oder ich habe Online-Stunden, die dauern meistens 6 Stunden pro Tag. Aber am Wochenende bin ich nicht so lange am Computer. Und ich denke, dass der Computer sehr viel Zeit sparen kann. Aber er kann auch ein guter Zeitfresser werden, wenn man einfach zu viel Zeit am Computer verbringt. Ich hatte auch ein technisches Problem. Mein Display war kaputt, weil er mir vom Tisch runtergefallen ist und ich habe ihn Gott sei Dank noch in der Luft aufgefangen, aber mit meiner Hand habe ich die Tastatur schlecht gedrückt und dann funktionierte er nicht mehr. Also mussten wir auch die Reparatur zahlen. Sie war sehr teuer, aber nach ein paar Wochen funktionierte wieder mein Computer. Also ich war sehr froh. Aber ich hoffe, dass es sich nicht mehr wiederholt. Und ich surfe auch sehr gerne im Internet. Ich bestelle mir manchmal auch Sachen vom Internet. Oder ich gucke Filme. Ich helfe seit 2016 in den örtlichen Tierheim. Vor der Corona-Pandemie war ich jeden Freitag dort. Wegen der Schule hatte ich eine begrenzte Zeit. Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen
einem Tierheim mehr helfen und in Zukunft mein eigenes Tierheim haben könnte. Ich liebe die Tiere so sehr und ein Tierheim zu haben ist ein Traum von mir. Tiere sind solche unschuldigen Wesen, die misshalten werden. Meine Familie spendet monatlich einen kleinen Geldbetrag an Organisationen, die bedürftigen Familien und kranken Kindern helfen. Ich möchte auch Organisationen helfen oder zumindest für sie unterstützen, die bedürftige Frauen unterstützen, da darüber wenig gesprochen wird. Viele Frauen leiden unter häuslicher Gewalt und Ungleichheit, in besonders in Ländern der dritten Welt. Ich denke, dass Ehrenamt viele Vorteile hat. Sie helfen nicht nur anderen Menschen und Tieren, sondern auch sich selbst. Ein Mensch kann wachsen und mehr über die Welt lernen, während er Denkbarkeit lernt und wertschätzender ist. Du triffst neue Leute und ersteigert die Stimmung. Es ist ein schönes Hobby. Nachteile können zum Beispiel sein, dass er zeitaufwendig sein kann und eine Person, die Vollzeit arbeitet oder Vollzeitstudent ist, Zeit dafür finden müssen. Außerdem kann eine Person viel Geld dafür ausgeben, wenn sie dafür an einen anderen Ort wechseln muss oder zu viel spendet. Schließlich kann es den Gesundheitszustand der Person negativ beeinflussen, wenn sie es in einem schlechten Zustand durchgeführt wird. Guten Tag und herzlich willkommen. In dieses Video möchte ich über meine Erfahrung mit Ehrenamt sprechen. So, ich habe Hunde in einer Hundeasyl ausgeführt. Ich mag Hunde und sie brauchen auch viel Hilfe. Ich habe auch Geld und Fressen zu dieses Hundeasyl gestiftet. Ich habe das für ca. 4 Monate gemacht, dann später hätte ich keine Zeit zu dieser Aktivität machen, aber ich denke, es gab mir viele schöne Momente und die Hunde war sehr nett und sehr spässlich, wenn sie hat mehr gesehen, so es macht mir glücklich und ja, das ist, weil ich habe das gemacht. Hier mit diesem Computer spare ich sehr viel Zeit. Dieser Computer, weil er neu ist, macht mir keine Probleme mehr. Aber damals hatte ich einen sehr alten Computer, der 7 Jahre alt war. Der hat mir sehr viele Probleme gemacht. Ich surfe sehr gern im Internet. Als ich jung war, half ich in einem christlichen Lager als Animator. Wir haben ein Programm für kleine Kinder entwickelt und mit ihnen gespielt. Ich habe es wirklich genossen, weil ich wusste, dass ich Kinder glücklich machen. Letztes Jahr habe ich Ticket für einen Tanzwettbewerb verkauft. Ich habe sie für 4 Stunden verkauft. Ich habe es getan, um zu helfen. Ich habe endlich ein paar Euro bezahlt bekommen. Es hat mich überrascht, weil ich es nicht für Geld getan habe. Dann, ich denke, jemanden freiwillig zu helfen, ohne Geld zu wollen, es ist eine sehr nette Geste. Es gibt nur wenige solche Menschen, aber sie helfen immer noch gerne. Ich helfe gerne Menschen, weil ich denke, dass die Hilfe eines Tages definitiv zu mir zurückkehren wird. Guten Tag und herzlich willkommen bei meinem Video.
Heute möchte ich Ihnen meine Ehrensache vorstellen. Letzten Sommer habe ich im Pferdestall gearbeitet. Ich liebe Pferde und ich liebe auch Pferdereiten, so es hat mir sehr groß Spaß gemacht. Ich habe diese Pferde gefüttert und ich habe auch mit Besuchern geholfen. Wenn jemand gekommen ist, habe ich ihm diese Pferdestall vorgezeigt. Ich habe Pferde auch für ihre Kinder zubereitet und ich habe diese Pferdestall auch aufgeräumt. Ich habe auch viele neue Leute kennengelernt, so das war auch sehr großer Vorteil für mich. Und ich habe dort einen Monat gearbeitet, viermal pro Woche. Und es war ab und zu auch schwer Arbeit, aber es hat mir Spaß gemacht, so das war kein Problem. So ja, das war meine Ehrensache.